wenn ein böser Dämon mit Ektoplasma spritzt und der nackte Poltergeist von Oma in deinem Keller sitzt, ja, dann schnapp dir schnell dein Telefon, denn noch ist nicht zu spät. Denn Geisterjäger, Kies und Kreis, die wissen, wie das geht. Den Todesstrahl aufs Genital, ja, dann ist das Ding im Sack. Doch kreuze nie die Strahlen, weil sonst dein Hoden platzt. Es ist so bescheuert. Oh Gott, die folgende Sendung Geisterjäger wird Ihnen präsentiert von Christlichen Binzling, der katholische Schutz für echte Christen. Wow, meine Sahne bleibt ja voll in diesem kleinen Käppchen vorne hängen. Jetzt fühle ich mich sicher und ganz sauber. Binzlinge, testen Sie sie jetzt, seien Sie ein echter Christ. Was soll aber das denn? Ich dachte, sie werden verboten. Moment, ich dachte, der Papst hat gesagt, keine Kondome. Ja, nee, das sind doch, also für mich klang das gerade eher nach Joghurtbechern. Nein, das sind keine Joghurtbecher. Wieso? Warum sollte ein Joghurtbecher denn auch ein Schutz sein? Hä? Ja, Joghurtbecher, die kann man doch einfach vor, die kann man doch überall draufsetzen. Also wirklich jetzt, bist du jemand, der das macht, ne? Wenn ich jetzt einen Joghurtbecher nehme, einen großen, da habe ich prinzipiell auch. Was ist eigentlich ein Joghurt? Ich kenne nur Joghurt. Ein Joghurt. Dann habe ich doch prinzipiell auch einen guten Mund-Nasen-Schutz, oder nicht? Also ich weiß nicht. Gehst du wirklich in den Supermarkt rein mit so einem Joghurtbecher an einem Binnfaden und erlebst dann da Abenteuer oder. Ich muss sparen. Mama, was macht der Mann da mit dem Dosentelefon im Gesicht? Da liegt ein Knochen in der Küche. Knochen. Küchenknuppel. Jennifer Martin. Oh, ich hab einen Knuppelmeter. Hier, 3er Knuppel in der Abstellknuppelkammer. Der Knuppelkammer. Oh ja, hier 10,9. Ja, schon gefunden. Ey, wir sind Experten. 9,8. Deswegen hat uns die Kirche engagiert. Ja, hier am Sprühdosenregal, da war gerade 9,9 hier. Stell mal hier eine Kamera hin. Also es ist, wenn dann hier, warte, ich mach mal eine, die reinfilmt. Ich glaube, die Doppelcam-Strategie ist halt besser, als das Ding immer mitzunehmen hier. Also auf jeden Fall haben wir schon mal The Ghost Host gefunden. Jetzt können wir direkt ein Buch reinlegen, da kann die, hä? Hast du auch gerade Musik gehört, oder war das jetzt draußen? Nee, das war irgendwas draußen, so eine Zigeunerfamilie, die wahrscheinlich wieder Wunderheilung anbietet. Nee, war das auf der Autobahn draußen? Ich hab das nichts Problem gehört. Ist, dass meine Kopfhörer sind halt halb offen, deswegen höre ich immer noch Geräusche von außen zwischendurch, deswegen weiß ich nicht. Ja, klar, du bist noch teilweise in der Außenwelt, ne? Ja, ja, so ein bisschen. Oder sind sie halb geschlossen? Wer weiß das schon so genau? Ist doch alles dasselbe. Bei mir ist das Glas halt halb voll. Ne? Muss man ja auch. In solchen Situationen musst du immer die Hoffnung haben. Ich gehe mit einem Gluey mal rein. Mit einem Gluey-Louey. Glue-Stick? Alter, hier wurde irgendwas umgefroht. Ich habe einen Fro gehört. Jennifer Martin, bist du hier? Kannst du mich hören, Jennifer? Bist du ein Kind? Ich höre dauernd Sachen umfallen. Jennifer Martin, bist du ein Kind? Kreis mag dich vielleicht mitnehmen. Retten. Er nennt es Retten. Ich habe viele Produkte, die ausschließlich dafür entwickelt wurden, um Kinder zu beschützen. Selbstverteidigung. Gib uns ein Zeichen. Komm, das ist so eine Marktlücke. Ja? Warum gibt es Selbstverteidigung nur für Erwachsene? Ja, klar. Es muss auch was für... Hä? Tür. Oh, 10. Der war ganz kurz auf 10. Ist aber jetzt wieder auf 9. Irgendwas geht hier auch. Alter, irgendwo macht sie Türen da, auf und zu. Bubel, direkt rechts. Ich habe jetzt auch einen Geisteratem. Eben gerade hatte ich eine Sekunde, eine Nanosekunde kurzen Piep. Viererwert, vierer Piep. Warte, wir haben Orb. Und Gefriermund. Frostmund, vierer Frostmund. Vierer Frostlippe. Bist du hier? Phantom Mare Yurai. Was willst du? Bist Jurai, du hier? Jurai ist Buch. Gib mir ein Zeichen. Okay, sie schmeißt Sachen um. Ich hab einen Fußabdruck. Hier, ein Footstapel. Ich hab einen leichten Footstapel. Okay, sie schmeißt ganz viel Zeug durch die Gegend. Also wir brauchen entweder EMF. Sie macht einen Hotstapper. Ich wurde gehotstappt. EMF, Box oder was hatte ich jetzt noch? EMF, Box oder Buch, okay. Also Fingerabdrücke ist gar nicht mehr möglich. Nee. Ich habe eben gerade nämlich einen Fußabdruck gehabt, hier so einen glühenden. So einen heißen Hotstep. Dann kann es kein Geist sein, ne? Oder
Na, ELF auf 4. Ich nehme mal eine Kamera mit und ich nehme mal. Was haben wir denn noch hier als Queste? 10 Grad Thermometer haben wir noch nicht. Warte mal, ich nehme nochmal ein Thermo mit. Aber ich war drin. Ja, aber hast nicht richtig abgemessen. Richtig, du musst richtig tief rein ins Ghost Hole. Ich war gerade ganz tief in dir. Nein, das ist eine Lüge. Kinder, glaubt ihm nicht. Er träumt davon, aber es ist nicht die Realität. Deep Inside Jaw. Die Dokumentation von Kreisverkehr. Meine Jahre mit dem Verrückten. Ja, meine Jahre mit dem Verrückten. Also wenn einer von uns hier verrückt ist, dann ja wohl du. Aber du Moment. Denkst dir diese ganze komische Werbbuch. Echt? Ja. Ja, easy. Hier. Hier, minus 10 Grad. Badabims. Alter, Badabims. Ja, das war's. Und dann der Bims Bonson Bronson. Checkelech. So, ich stelle mich mal hier hin. Ich hab einen kleinen Checkelech gemacht. Oh, ein bisschen Checkelech. Muschi Checkelech. Weißt du, ich nehme die Sachen auch wieder mit. Hier, guck mal, Wupi. Schwupps. Noch ein Foto von dir. Also, wir haben einen Geisterbuch. Jurek! Wir haben ein Geisterbuch. Und ein Orb. Ach ja, so ein kleiner Montagmorgen, 5 Minuten Jurek. Weißt du? Ja, das ist so ein 5 Minuten Jurek. 5-Minute-Jurei. 5-Minute-Jurei. Alter, sind die schnell, sagen Leute immer, ne? Ja, guck mal, das hörst du auch dauernd im Schlafzimmer. Die Alter, Tastatur ist von schnell. Dae. 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 Ich spiele nur auf Dae. Dae. Oh, Alter, 165 Gelgamax. Richtig Gelgamax gemacht. Richtig Gelgern. Und direkt hier noch ein weiteres Farmhaus, das besessen ist. Alter, die Farmhäuser, was die ist das? Die Farmhäuser, ich weiß auch nicht, das ist richtig. Ich würde mein Leben kein Farmhaus kaufen. Ich meine, was krass sein muss, ist, du kriegst ja in. Du kriegst ja teilweise für $8,000 ein Haus mit Grundstück in Japan auf diesen Inseln. Da gibt es ja so die Inseln. Fluchinseln. So, ja, wo ich. Boah, das muss richtig gruselig sein, Alter. Weil die Alten sterben ja alle weg und die jungen Leute gehen halt alle in die Stadt, ne? Und deswegen. Und keiner will diese Immobilien da kaufen, so. Ich würde eine nehmen. Ja, ey, wenn da ein guter Internetanschluss ist, da könntest besser du als in Ghost Deutschland Hunting ist machen. Bestimmt. Vor allen Dingen, japanische Geister sind viel gruseliger, machen die uns nichts heftig, vor. Die sind heftig, ja. Japanische Geister, die müssen immer eins draufsetzen. Außerdem vergewaltigen die auch. Das ist schlimmer, den japanischen Geister. Ja, machen sie wirklich. Christopher Martin. Chrissy Martin ist da drin. Ah, nee. Das ist schon ekelhafter als jeder Geist. Der kleine Chrissy Martin hat gesagt, wir sollen ihn schnell da abholen. Ist das nicht der Cousin von Ricky Martin? Ja. Das ist der haarlose Cousin von Ricky Un, Martin. Dos, tres. Ey, Paella. Ey, pack mir an die Gelande Maria. Un, dos, tres. Pack mir an die Gelande Maria? Ja, sieht das nicht. Christopher Martin. Da hinten ist eine Puppenecke. Eine Puppenecke. Ich schmeiß mal die Puppe. Okay, die Puppe geht hier in die Richtung. Okay. Die Voodoo-Puppe sagt, da drüben hin. Hey, Christopher Martin. Gib uns ein Zeichen, Chrissy Martin. Uno cerveza, por favor. Nixi soda. Nixi soda, por favor. Die Leute sagen, sie würden Nixi soda kaufen. Aber sie haben Nixi soda daheim. Sie haben 5 Euro ausgegeben für Nixi soda und haben Nixi soda bekommen. Dann sag ich, würde ich mich beschweren. Ja, wieso? Ich hatte doch Nixi Soda. Ja, dann beschwer dich. 9,3. 3er Soda hier drüben an der Nixi Skala. 6,5. Kamera steht. Hier werden auch Sachen rumgewippelt. Er macht einen Whippler. Ich wurde gewippt. Alles klar, hier drüben. Bei den Spraydosen. Was für eine Marke ist das denn hier? Gabro Medics. Gabro? Gabro Medix. Ah, ich hatte heute Morgen 2 Gabro, jetzt habe ich ein bisschen Durchfall. Aber das glaube ich dir. Guck mal, wie easy das ist. Wir gehen da rein, sagen zweimal Nixi Soda und der Geist sagt, ich nehme nix. Der sagt, hey, sie haben mein geheimes Codewort. Das war damals. Wahrscheinlich hat der Entwickler gesagt, hey, wenn man Lugli und Nixi Soda sagt, dann beschwört man den Geist. Finde die Hinweise, Hombre. So, ich nehme Buch mit und spreche. DMF-Reader, Salz brauchen wir noch. Nehme Salty Salt mit und einfach mal. Okay, der macht auch Gruppenaktivitäten. Er macht einen Gruppenspritz. Na, siehst du, guck, da kann ja nichts mehr passieren. Der macht so einen salzigen Gruppenjerk. Salty Jerk. Salt Jerk.
Aber wir sehen auch gar nicht mehr die Geister, ne? Nein, das, die sind total verschreckt. Entweder sie killen uns direkt oder sie ergeben sich einfach und rollen sich nur noch auf dem Rücken mit gespreizten Beinen und sagen, los, nimm alle meine Spektralenergie und sauge sie in dich hinein. Guck mal, der steht hier immer noch rum, der lungert hier in der Ecke. Da sehe ich schon Geisteratem in deinem Gesicht. Gib uns ein Zeichen. Oh. Wo bist du? Hast du den Mund voll Soda? Was willst du? Es ist auch nur noch ein einziges rein und raus, ne? Brauchst du Font? Geister... Was willst du eine Packung Winzlinge? Frost haben wir. Mit Fruchtgeschmack. Eine Packung Chrismalings. In kleinen Bechern, damit sie auch auf die kleinen Spitzen passen. Gib uns ein Zeichen. Hast du gerade Licht angemacht? Nein. Hast du Licht wieder ausgemacht? Nein. Okay, hier geht ein bisschen was. Er macht Show. Machst du Show? Machst du Show? Dann mach ich Auge. Ich hab aber kein Ticket. Schwarzgucker. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Was bist du? Was willst du? Irgendwie ist jetzt sehr unentschlossen, der Geist. Schreibe in das Buch. Orb. Ich hab einen Orb gesehen. Ja, da ist er. Vor der Kamera fliegt der Orb. Schreib mal was ins Buch. Geisterorb, ich hab den Geisterorb. Was war das nur für ein verrückter Geisterort? Phantom Mare Juray. Ich glaube, es ist mein Juray. Ich glaube, es ist direkt Next Juray. Next Generation Juray? Doppel Juray? Nee, hast ein Buch mitgenommen, ja. Ja, ist drin. Juray wäre Buch. Dann, was wäre das andere? Das andere war EMF und Sprechbox. Ja, und ich hatte einen Dreier EMF. Das ist einfach zu schwach. Hast du schon mit ihm kommuniziert? Ich hab versucht, mit ihm zu talken. Ich hab gesagt, talk to me, baby, aber er hat gesagt, I don't talk. Dann warten wir mal kurz und gucken, ob sich hier am Buch was tut. Wo hast du das hingelegt? Weil der Orb bei den Farbdosen, direkt bei den Farbdosen. Der Orb war direkt hier vorne an der Cam, da links war er wieder, hast du gesehen? Ja, ja. Ich nehme Kamera und mache ein Foto. Der Orb ist sehr nah an der Tür. Kann man den Orb fotografieren? Nee, ich glaube nicht. Müsste doch, ich jetzt kann nicht. Man und dadurch kann beschwört man Baba Yaga. Ich Baba hab Doom. Gemacht. Baba Dum Dum. Baba Duke. Oder nee, wie hieß dieser Film? Marmaduke ist der Hund. Ja, aber es gab doch noch einen, der heißt. Der Baba Duke. Ja, der Baba Duke oder sowas. Der hatte nichts mit dem Hund zu tun. Er hat den Hund gegessen, der Baba Duke. Baba Duke. War der Vater von Marmaduke. Also hier sind voll viele Footsteps. Er ist richtig fußaktiv. Fußaktiv, ja, das ist. Wie gesagt, ich hätte das geheime Codewort, ist Nixie Soda. Wenn du rufst Nixie, dann musst du loslassen. Nixie Soda! Willst du Nixie Soda? Bist du hier? Bist du hier? Sprich zu mir! Bist du alt? Bist du weiblich? Wurdest du ermordet? Hast du einen geschwollenen Fuß? Schmeckst du nach Salz und Tränen? Ich weiß, Alter, die Fußabdrücke sind überall. Soll ich das Buch mal ein bisschen... Ich leg das mal hier so. Aber jetzt haben wir gerade auch keine Ausschwingung auf dem EMF. Was willst du, Geist? Schreib in das Buch. Versuche mit uns zu kommunizieren. Christopher Martin. Bist du hier? Davor hatten wir Jennifer Martin, die Martins Family. Wo bist du? Christopher Martin. Ich glaube, man darf nicht so in der Türangel stehen. Doch, ich wurde schon mehrmals trotzdem eingesperrt, weil die Tür einen durchglitscht. Christopher Martin. Erbarme dich und zeig dich. Sollen wir das Kruzifix entfernen? Vielleicht macht ihn das irgendwie... nervös. Schreib in das Buch, Chrissy. Was könnte denn, was war's noch? Sprechen, Box und EMF, ne? Naja, ich habe den EMF in der Hand, aber ich habe gar keinen Wert. Davor hatte ich ja hier so einen Dreier. Na, vielleicht aber hat jetzt er... nichts, der ist total eingescheit.
Bist du schüchtern? Schreib in das Buch, Christopher Martin. Geh mal gucken, was hier drin so die Werte Wo sagen. Wo bist du? Also der Wert sagt super flach gerade, gar nichts. Der wird wahrscheinlich dann zustoßen. Christopher Martin. Foto ist die Last Quest. Christopher Martin. Passiert irgendwas? Nö. Wo bist du? Was willst du? Sag ihm, er soll ein Zeichen geben. Können wir dir helfen? Wie ist die aktuelle Situation? Gib uns ein Zeichen. Findet er, Hanf ist ein gutes Ersatzprodukt, um Papier herzustellen? Hast du Disney-Aktien? Oh, das ist schlecht. Im Moment mögen alle den Dienst nicht so, ne? Die Leute sind enttäuscht von Disney Plus, Mandalorian, aber was jetzt? Aber was jetzt? Ja, wann kommen denn hier mal die ganzen also Marvel-Serien? Die Bubble war im Buch, der soll ja jetzt dann kommen irgendwie, ne? Vision, ne? Kommt. Ja. Also er Gib ist direkt uns hinter ein dir. Zeichen. Also die Bubble zumindest. Die Bubble ist direkt da jetzt am Buch quasi untergetaucht. Schreibe in das Buch! Nee, der redet nicht. Zum Buch! Redet nicht. Die Leute sagen immer Van-Camper, aber es muss halt einen Operator geben. Habt ihr schon mal irgendwie einen Film ohne einen richtigen Operator gesehen? Einer muss der Operator sein. Ich hab überhaupt keine Werte, gar nichts hier. Bleach, nix. Der ist weg. Ich glaube, der ist wirklich gegangen. Wo hast du das Buch jetzt hingelegt? Ich hab's mal da oben auf den Heizkörper gelegt. Ah, okay. Ich glaube, der Kollege ist gegangen. Der hat gesagt, nix ist Otter. Ja, aber was? Wer soll's denn sein? Er hat nichts Buch. Okay, was haben wir zur Auswahl? Wir haben Phantom Mare Yurai. Yurai ist Buch. Vielleicht hat er. Mare ist Box. Ja, aber vielleicht ist er jemand, der, keine Ahnung, eine hässliche Handschrift hat und sich deswegen sehr hart schämt. Ja, aber normalerweise kommt nach einer gewissen Zeit, schreiben alle ins Buch. Keiner kann widerstehen normalerweise. Ja, aber der schon. Der findet's kacke. Okay, ich geh nochmal rein. Aber da passiert auch nichts. Keine Lasershow, nichts. Doch, vorhin hat er jetzt kurz... Ja, einmal ist er irgendwie dran gestoßen. Ups, hab's angemacht, ups. Hab's wieder ausgemacht. Müssen sparen, Jungs. Farmhaus ist teuer. Und dann ist ihm aufgefallen, oh, Fingerabdruck ist ja gar kein Beweis. Ist es auch nicht. Ich habe hier draußen schon Frostatem gehabt. Yurai ist im Buch jetzt was. Er ist schüchtern, ja. Schon wieder Jurek. Ja, kleiner Jurek. Klar, in dem Buch da oben ist was. Alter Jurek. Wir haben Doppel-Jurek. Ey, Doppel-Jurek ist aber auch was Feines, ne? Guck mal, die Wolke da oben. Ja, aber ich hab gesagt, es ist noch eine. Die Martins Family ist nämlich irgendwie so eine uralt japanische Familie, weißt du? Die Martins Family. Martins ist so ein. Wenn man nach Japan fährt, ne, dann ist natürlich. Ja, Martins, an jeder Türklinge klebt der Name. Daisuke Martin, der große japanische Filmproduzent, also. Klar. Hab nichts anderes erwartet. Die Martins Family aus Japan. Wir haben sie am Wickel. An der Latzhose haben wir sie gepackt. Ja, es ist also... Ne? Von der Insel vertrieben. Haben gesagt, wir wollen euch hier nicht haben. Guck mal, $90. Das war auch der kleine Chrissy Martin. Das war nur der kleine Sohnemann. Ach so. Little Crisp. Der Little Crispy Martin. Little Crispy M. So, einen Job können wir noch reindudeln. Hast du noch einen Job direkt da oder müssen wir erst wieder Barbara anrufen? Wir müssen Barbara anrufen. Janine müssen wir anrufen. Janine Barbara Clinton. Ich habe ein eindeutiges Muster hier. Alle Geister haben Nixie Soda getrunken. Alle. Wirklich alle? Alle. Ja. Auch der da oben? Und schau mal hier. Der Geist heißt Robert Martin. Verstehst Moment du das Muster? Mal. Nixie Soda. Robert Martin. Japaner. Es ergibt alles Sinn. Hatten wir den nicht gerade schon mal, den Martin? Nee, wir hatten Chrissy Martin und Jennifer Martin. Wir machen heute die ganze Martins-Family platt. Die ganze Martins-Family, ey. Das ist eine uralte, traditionell japanische Familie. Ich frag mich, wann das Putzteam kommt hier immer. Ich meine, überleg mal, seitdem wir in der Szene aktiv sind, haben die richtig was zu tun. Klar, wir machen so viele Jobs, die können wischen und wischen und wischen. Robert Martin! Gib uns ein Zeichen, Robert Martin! Robert Daisuke Martin. Ich meine, das ist jetzt, ne, das soll ja auch nicht fies sein oder so, aber wie oft, wenn du jetzt so japanische Spiele spielst und so, wie oft steht da Daisuke im Abspann?
Das stimmt, ja. Es ist einfach so ein richtiger, das ist wie hier, weiß ich nicht. Robert so Kenshi Martin. So wie letztes Jahr hier der Name Vincent, so die letzten paar Jahre, weißt du es? So richtiger. Gib uns ein Zeichen. Hier ist ein Hühnerknuppel. Im Knuppelfloor. Ich habe auch gestern in den Kommentaren gesehen, wie dein Nachladeknecht hat sich gemeldet und hat gesagt, ja, es stimmt. Ja, schön. Ich soll mal zur Arbeit antanzen. Ich bin der Nachladeknecht und habe Urlaub gehabt. Robert Martin. Bist du an Überstunden gestorben? Oh, ich habe eine Mücke eingeatmet oder so. Warum hast du eigentlich dauernd Ungeziefer in deinem Luftraum? Wieso? Eine Mücke ist doch kein Ungeziefer. Das ist Ungeziefer. Also ich hatte hier gerade im Waschraum einmal kurz 10 Grad. Robert Martin. Könnte aber auch durch die Wand sickern irgendwie, ne? Warte mal. Sickerst du durch die Wand? Gib uns ein Zeichen, Roberto. Ich hab'n Was geht hier ab? Oh Gott, er hat mir ins Ohr genießt. Alter, hab ich mich erschrocken. Fünfer wert. Ein Fünfer. Hier im Waschraum oder was? Oder da ist irgendwas umgefallen? Hier drin habe ich einen Fünfer. Eher so in der Garage ist er nochmal ein bisschen hochgegangen. Er befindet sich hier. Er macht den Hotzeplotze. Robert Martin. Hast du gerade das Licht hier drin angemacht? Nein. Fünfer wert. Was willst du? Möchtest du ein reichhaltiges Müsli? Brauchst du mir Spurenelemente? Ich hab einen Schuh mitgenommen. Ja, Mann. Merkt doch keiner. Ja, aber wer klaut denn einen Schuh? Man muss immer beide mitnehmen. Nein, das ist ja gerade das. Das wird die Leute verrückt machen. Wieso ist nur ein Schuh da? Wo ist der andere? Alter, was haben wir hier für Aus-Split-Schwerte? Krass, ne? Er wollte einmal ganz kurz touchen. Also EMF-5 ist auf jeden Fall schon mal ein Beweis. Ja, ein Fünfer. Da ist doch wieder ein Gin drin. Da ist doch immer EMF, ist fast immer Gin. Du meinst, da ist ein Gin drin? Ein Schlimm-Gin. Ein Schlimm-Gin. Da ist der Schlimm-Gin drin. Ein Slim-Schlimm-Gin? Das ist nur ein kleiner. Ein Slim-Jim. Slim-Jim-Gin. Nacht Slim-Jim, Little-Jim, Big-Jim. Big-Jin-Jim. Die Jimsons-Family. Foto und Kruzelfix. Oh, Nummer 9. Er ist auf 9. Er ist richtig, dass der ist. Wenn Leute in der Nähe sind. Aber Gins. Oh, er hat direkt ins Buch geschrieben. Direkt Drohungen reingeschrieben. Oh, oh. Verpisst euch aus meinem Haus. Ich warte auf meine Lieferung Nixie Soda. Bist du ein Dämon? Ich glaube, es ist ein Dämon. Revenant, Oni oder Shade? Shade? Kindershade? Kindershader? Oni ist. Alter, er hat uns den Mittelfinger gezeigt. Guck dir das an. Guck dir das an? Ja, sag ich ja, sag ich ja. Der hat gesagt, du und ich können ficken, Familie Uni, Martin. Uni ist Box. Revenant. Alter, er bewegt die Tür. Fingerabdrücke. Da drin geht Party. Der ist richtig Active Boy. Finger. Er macht Licht an. Warte mal. Uni, Revenant, Shade. Ich geh mit einem Sprechapparillo rein. Und was? Und einem Fotoapparillo. Ich appariere da drin. Shade wäre Orb. Also Fingerabdrücke, Orb. Und was habe ich noch gesagt? Und Geisterbox. Fingerabdrücke, Orb. Wo bist du? Und Geisterbox. Was willst du? Kannst du mich hören? Behind. Ja, er ist hinter mir. Das war's schon. Boom. Wie jetzt echt? Wir können noch einen Job machen. Ey, das ist ja. Ich geh noch den Knuppel abfotografieren. Ein Oni, Oni. Ein Oni. Ein Oni, du, Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht an. Ohne dich komm ich noch nicht zur Ruhe. Alles, was ich will, bist du. Ist ein roter Schuh. Und zack, haben wir das Lied und die Bestimmung. Was soll ich noch jetzt noch mal reingehen, ne? Hier, ich schmeiß jetzt einfach mal noch das. Ja, es ist da Knicklicht hier. Zack, crack damit. Ja, Geister Boombox. Klarer Fall von Oma Oni. Knicklichtjäger. Die Kamera wegwerfen, aber es ging nicht. Aber ein Foto von dir geht noch. Ach, geil, ey. Geil, Mann. Activity Boy. Ja, es ist geschenkt. Da gehst du rein, 90 Dollar. 90 Uni-Dollar, ey, zack. Und dann fährst du ab nach Belgien und gibst sie aus. Für 90 Uni-Taler. Na gut. Machen wir halt noch einen. Oh, geil.
Ey, wir müssen hier einen Doppel-Tangle-Catch machen, du. Doppel-Tangle-Catch? Aber mit Uni-Butter. Okay, warte mal. Bück dich mal, hock dich mal hin. Und guck mal nach oben. Okay, warte, bleib mal bitte einmal so. Okay, ich brauchte nur ein schönes Bild. Das sieht so dumm aus. Auch die Hände. Guck mal, wie er die Hände macht, wenn ich jetzt so mache. So. Oh! Wir beschwören dich, Oni, Omi. Omi, Oni. Der Omi-Clan. Okay, wir haben hier einen Christopher Smith. Onis gegen rechts, oder? Gab's da nicht diese, diese Bewegung? Onis gegen rechts? Ja! Also hier regnet es aber auch dauernd, ne? Das ist eine echt miese Gegend, seitdem wir hier sind. Ja, immer Regen. Und wie viele Christophers wir heute haben. Chrissy Smith! Christopher Smith, gib uns ein Zeichen. Christopher Smith, wir haben's eilig. Christopher Smith. Ne, eigentlich haben wir es ja gar nicht so eilig, aber sie zeigen sich halt immer und sagen, ey, komm rein, setz dich, zieh dein BH aus, wenn du willst. Das finde ich entspannt. Oh, ich glaube, ich hatte eben gerade einen... Hatte ich gerade Geisteratem? Hier drüben? Ich meine eben so eine Luftwolke gesehen zu haben. Gib uns ein Zeichen! Bist du hier? Was willst du von uns? Christopher Smith. Ich höre so ein bisschen Stepples hier, kann das sein? Hier hatte ich irgendwie, glaube ich, was. Ich glaube, hier habe ich so eine leichte Mundschwingung gehabt. Ruf uns an. Bist du ein Dämon? So wieder im Waschraum bestimmt. 14, wir haben 15. keine Angst vor dir. Also hier sind alle Temperaturen relativ normal. Hier, im Keller, ist ein Kellergeist. Ich wollte jetzt gerade als nächstes in den Keller gehen. Ist ein Kellerghost. Das ist ein Kellergeist. Hier, habe ich Kellerwerte. Ja, 5,2, 7,1, 5,7, 5,0, 2,9. Hier ist Paddy. Bist du auf der alten Matratze gestorben? Hier auf dem Teppich ist 2,7. Haben sie dich in den Teppich eingerollt? Könnte sein, ne? Könnte sein, Mafiamord. 1,8 an der Matratze, ist eine Kaltmatratze. Ist eine Kaltmatratze. Jetzt hatte ich gerade 0,8 auf der Treppe. Ist eine Kaltflaummatratze, so nennt man das. Aber Bubbelatem hatte ich noch nicht. Nee, nee, ist ja auch noch nicht. Eine Kaltflaummatratze. Ist auch nicht gefröstelt. Liegen wie auf frostigen Zwetschgen. Oh, Mama, ich habe schon wieder so ein Zwetschgen-Gesicht. Hast du wieder ein Zwetschgen genascht? Mein Zwetschgen-Gesicht ist ganz schön angezwetscht. Zwetschgen ist auch so ein Wort. Das ist ein Wort, ne? Zwetschgen, ne? Ich habe eine Zwetschgen-Nase. Gib uns ein Zeichen. Ja, hier in Bayern heißt Pflaumenkuchen Zwetschgen-Datschi. Willst du einen Zwetschgen-Datschi? Oh, Geisteratem hast du, ne? Habe ich gesehen. Du hast was willst du? Angreifen will er. Wen willst du angreifen? Zwetschgen. Willst du Kreis angreifen? Willst du ihm an die Zwetschgen? Willst du ihm an die Zwetschgen lang? Wo jetzt bist du? Wir haben Frost und was hatten wir noch? Hier, Aparillo. Er hat gesprochen. Er hat gesprochen. Hey, wir haben Box? Jedes Mal Frost jetzt, ne? Frost und Box, ja. Gespenst, Mare, Dämon. Da ist der Boombox. Was wäre denn Dämon? Buch. Hab ich dabei. Gespenst, Mare... Schreib in das Buch! Orb. Und Fingerprints. Wo bist du? Oh, er ist aktiv. Auf 4. Auf der Zwetschgen-Skala. Wo bist du? Auf der Feynman-Zwetschgen? Auf der Feynman-Zwitschki? Frank Zwitsch? Schreibe in das Buch. Okay, Salt können wir noch machen. Zeige dich, Christopher Smith. Chris Smith. Christopher Smith. Chris Smith. Chrissy Smithy. Smithyfoy. Wo bist du? Close, er ist sehr close. Schreibe in das Buch. Oh! Hat mir ins Gesicht gespuckt. Echt jetzt? Ja! Christopher Smith! Christopher Smith!
Oh, er huntet, er huntet. Oh mein Gott. Ich höre ihn bei mir. Alter. Wo bist du? Nein, er holt mich im Schrank. Oh. Alter. Er hat mir in den Schrank gegurgelt, Alter. In welchem Schrank? In der Garage. Holy moly. Oh, Leder. Ich bin Leder. Du bist Leder. Ich bin im Schrank gefangen, für immer. Alter, krass. Nee, jetzt bist du offiziell ein Schrankgeist. Kann durch. Boah, ich hatte 0? Ey, der ist böse, ne? Das ist so ein Demon, oder? Na, beim Buch steht nix. Okay, es kann Gespenst, Mar oder Dämon sein. Ich gehe mal mit Fingerflitzern rein. Mit Fingerflitzern. Ich war mit Fingerflitzer drin, aber war an der Tür oben nichts gefunden. Kann natürlich jetzt sein, er hat sich durchs Haus bewegt. Geisterpuppel geht immer noch, ne? Da hat sich ein Hammer bewegt. Warst du das? Alter. Ey! Okay, ich habe hier Salzspuren, sehr viele. Aber schreibt nicht ins Buch. Aber im Buch wäre. Wo bist du? Jetzt ist er wieder weit weg. Bar. Wo bist du? Jetzt ist er wieder nah dran. Schreibe in das Buch. Was? Geisterpuppel könnte es auch sein? Bubbel, ja, ja. Bubbel, Buch oder Fingerprints, glaube ich, war es, ne? Ja, ja, aber Fingerprints, I don't have. I don't have the Fingerprints, ey. Wie die Sau mich aber einfach verfolgt hat, ey. Und dabei war ich schon, ich bin extra in den Schrank gerannt. Hm. Okay, warte mal. Hast du den Hammer jetzt wirklich hier mitgenommen? Geisterhamham. Mach Geisterhamham. Okay, mein Geisteszustand ist noch stabil. Alter, räumst du jetzt die ganze Bude aus? Katzenbild, wir brauchen noch ein Katzenbild. Kann ich hier noch was mitnehmen? Wo sind die Schuhe? Hier waren noch Schuhe. Da. Alter, er schreibt nicht ins Buch. Ja, Buch, Bubbel oder was war noch? Fingerprints, ne? Buch, Bubbel, ja. Print, ja. Also Fingerabdrücke habe ich keine. Mann! Ich habe auch keine Fingerabdrücke gefunden. Der letzte, der muss es jetzt wieder machen. Ja, der muss jetzt wieder hier einen auf Drama Queen machen. Schön. Ja, wirklich. Doch. So wäre Kreis auch im Jenseits. Er würde nur Leute ausrauben. Guck mal, hier null Activities. Er ist jetzt komplett auf... Ich hab meine Leiche. Er hat sich an mir gelabt. Puppel. Echt? Ja. Eine Mare. Eine Mare. Eine Old Mac Mare. Guck mal hier, ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Schön. Der Kunde wird erfreut sein, dass du seine Bude noch leer geräumt hast. Hallo? Er hat eine Leiche im Schrank in der Garage. Ja, klar, das ist ja auch ein guter Gegenwert. $60 für so eine alte Rotzmare. 10 Dollar, ey. Gut, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Lasst eine Bewertung da. Danke fürs Zusehen und tschö. Jurai.